Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Sims 4. So, wir müssen uns gerade mal vorstellen. Also ihr Apartment sollen wir jetzt machen, so wie das ausschaut. Wir stinken. Nach Lieblingsdesigns fragen. Bei ihm können wir auch gerade mal freundlich vorstellen. Und dann gucken wir mal. Zwei Etagen sind das. So, auch können wir bitten, Simteres-Tafel zu zeigen. Über vorherige Projekte reden. Ach, da ist noch einer. Freundlich vorstellen. Crisp. So. Bitten Simteres-Tafel zu zeigen. Ich muss doch wissen, was ihr wollt, meine Lieben. Bitten Erntefest, okay. Tantiemenbericht. So. So. Darling Walsh. Heißt sie wirklich Darling? Wow. Ja, wir stinken ein bisschen. Über Dekotrends. Carla verhält sich unprofessionell. Okay. Nisa Faba Dambila Muji Piji. Skufa, Shinoi Bemba Rangoya. Tribal Dormf Awavine. Oh, hier oben ist er richtig hübsch. Ich glaube, wir duschen aber gerade mal. Was war das? Ah, sie mag Raumfahrttechnik. Okay, wir haben schon ein bisschen was gelernt. Er mag nicht Videospiele, okay? Jips. Jips. Sie mag schwarz. Okay. Quaber. Und sie mögen Kosmolux Deko. Einer fehlt noch. Und sie mögen Fotografie. Okay. Dann können wir vielleicht erst die Kunden wegschicken, weil jetzt haben wir dann alles. Sehr gut, das sind Dinge, mit denen können wir arbeiten. Reflubisch. Flab. Okay, weg mit euch. So, jetzt können sie duschen gehen, dann fällt das auch nicht näher auf. So. Wir müssen eine Etage renovieren. Ich guck gerade, wo wir hier am geschicktesten. Wow. Das ist schon eine schicke Wohnung, ne? Schickes Apartment. Zwei Einzelbetten. Elternschlafzimmer. Eigenes Bad für die Teens. Eigenes Bad für die Eltern. Hier unten ist dann Küche und Wohnzimmer. Das würde ich, glaube ich, am ehesten neu gestalten. Das gefällt mir zumindest optisch nicht so. Dann machen wir hier gleich mal genau, vorher Fotos machen.
Und dann gucken wir uns das Ganze doch mal an. Da sollten wir vielleicht noch einen größeren Tisch oder sowas hinmachen irgendwo. Gucken wir mal. Ach, hier ist noch eine Zwischenwand. Oh. Ist die Frage, ob man die Küche auch neu gestaltet? Wäre eigentlich möglich, ne? Dass wir da noch ein bisschen auch eine Essküche oder sowas draus machen. Und das Wohnzimmer dann halt. Für mehr wird das Budget nicht reichen, denke ich. So. Okay. Gut, also Küche würde ich neu machen. Mikrowelle lassen wir mal da. Dann nicht. So, das machen wir weg. Da würde ich nämlich dann gerne irgendwie mit Theken oder so arbeiten. Kaffeemaschine brauchen wir, Mikrowelle brauchen wir. Darf ich nicht vergessen. Schale mit Obst. Stellen wir da mal hin. So. Sie mag die Farbe schwarz. Dann würde ich ja erstmal schon mal eine andere Wandfarbe für die Küche wählen. Da gibt es doch dieses. Das gefällt mir persönlich auch ganz gut. Ist das hier unter Tapeten? Dieses zweifarbige. Das nicht. Das ist dann quasi mit so einem Streifen drin. Wo finde ich denn das? Die Art auch nicht. Sind das Fliesen? Da sind Fliesen. Cool. Sie mag ja schwarz. Machen wir das so. Oder lieber so. So ist, glaube ich, besser. Die Wand hätte ich auch gerne. Warum ist die hier anders? Weil das eine Halbwand ist. Machen wir es halt so. So, jetzt passt das dann auch. Den Raum haben wir jetzt auch noch dazu gewonnen. Ja, okay. So, den Boden, denke ich, lassen wir. Küche. So, was mögen Sie vom Design her? Jetzt filtern wir gerade mal. Stil. Sie mögen Cosmolux-Deko. Cosmolux. Raumfahrttechnik. Habe ich das hier? Nein, habe ich nicht. Fotografie und Schwarz. Okay. Cosmolux kommen wir jetzt erstmal nicht so weiter. Da.
340. Zu teure Arbeitsplatten sollten das auch nicht sein. So eine Küche oder eher so ein Stil? Den gibt es ja auch in Schwarz-Weiß, ne? Auch in Weiß-Schwarz. Ach, das ist mit Braun. Ach so, ich wollte ja. Haha. Mit Theke, da müssen wir, glaube ich, eher hier die Küche hinmachen. Und dann können wir da hinten eine Art Essbereich hinpacken. So. Na. Hoppala. Das war der Stil. Machen wir das so oder eher so? Vielleicht auch weder noch und wir machen das so. Bin ich mir gerade noch nicht ganz sicher. So ist okay. Und dann hier nochmal so eine Ecke. So, den können wir dahin platzieren. Das kommt raus. Da machen wir dann den Herd hin. Kühlschrank sollte ich auch noch irgendwo platzieren, ne? Wo liegen wir denn budgetmäßig? Oh ja, gut. Gut im grünen Bereich. So, schwarzer Herd. Hoppala. Da würde ich die Haube nehmen. So. Ich überlege gerade, ob die Haube passt. Oder wir packen den Herd auf die andere Seite. Das ist, glaube ich, besser. Hoppla. So ist besser, würde ich sagen. Da brauchen wir auf jeden Fall ein Eckding. So. Doch, so ist, glaube ich, ganz gut. Waschbecken wäre noch von Vorteil. So, kriegen sie auch eine Spülmaschine? Machen wir, denke ich, oder? Kaffeemaschine brauchen sie wieder. Was?
Das Objekt ist gesperrt. Ach so. Na gut, dann kriegen sie eine andere Kaffeemaschine. So eine Espresso-Maschine. Ne, die ist mir zu groß. Machen wir so eine. Und Mikrowelle hatten sie ja. Und die wollen sie ja mit Sicherheit auch wieder haben. Hoppala. Machen wir es so. Die Obstschale, die kann auch wieder zurück. So, da brauchen wir natürlich noch Stühle. Barhocker. Kann ich jetzt nochmal das Design filtern? Ja, sehr gut. Grau-weiß, schwarz-weiß wäre schön gewesen. Na gut, machen wir grau-weiß. Und da auch noch einen. Zu dritt sind sie ja. Den Mülleimer platzieren wir dort mal. Kühlschrank bräuchten wir noch, ne? So, im Großen und Ganzen wäre ein Kühlschrank nicht verkehrt. Klassisch moderner. Geht, glaube ich, auch klar. Ist das in einem anderen Stil? Ja. Gibt es die eigentlich auch in einem... Ja, in einem schönen Schwarz. So, dann haben wir doch hier einen ganz schicken Küchenbereich. So, jetzt geht's ans Wohnzimmer. Cosmolux können wir nochmal auswählen. Was gibt's denn da im Wohnzimmerbereich? Da gibt's Möbel, sehr schön. Dann kommen die hier weg. Teppich machen wir auch mal weg. Da gibt's passende Möbel. Dann würde ich hier nochmal eine schöne Sofaecke hinmachen. Welche Farben haben wir denn? Schwarz-Weiß wäre doch schön. Schwarz-Weiß gibt's aber nicht. Machen wir schwarz. Sie mögen hier schwarz. Hoppala. So, und dann noch ein Eck. Und dort können wir dann sowas noch hinmachen. Oder machen wir da auch noch ein so ein Eck. Doch, machen wir, glaube ich, so. Passenden Tisch. So. TV. Stellen wir den da drauf. Da müssten wir den langsam ein bisschen weiter wegstellen, ne? Das kann by the way auch weg. Karaoke-Station behalten wir, aber den Teppich machen wir weg. Pflanzen müssen wir mal gucken, ob es da welche im passenden... Ja, gibt es auch im passenden Design. Dann kommen natürlich solche hierher. Ich glaube, die Tapete ändern wir auch noch ab. Oder den Tisch machen wir dahin. Und dann machen wir aber noch einen schicken Videotisch. Was gefällt dir da nicht? Ach so, du musst an die Wand.
Kannst du frei stehen? Du kannst. Nee, das ist braun-weiß. Braun-weiß will ich nicht. So, machen wir so und dann kommt da der Fernseher drauf. Sehr schön. Teppich drunter. Wo liegen wir? Budget? Oh, höher als ich dachte. Haben wir hier auch Cosmolux? Ja, haben wir. Was ist das denn? Teppichscheibe. Der ist doch schön. So. Da kann man noch einen drunter machen. Dann machen wir aber irgendwas Spaciges oder so. Okay, der ist ein bisschen klein. Könnte ich größer machen, ich weiß. Machen wir den da drunter. So, kann man an der Wandfarbe noch was ändern? Also können auf jeden Fall. Gibt es da Cosmolux? Das da gibt's. Und das. So sieht das doch gar nicht mal so verkehrt aus. Budgetmäßig liegen wir noch im grünen Bereich. So, dann können wir auch noch ein paar Cosmolux pflanzen. Da gab es aber nicht viele, ne? Den Boden lasse ich, glaube ich, so, den hellen. Gucken wir mal Cosmolux Deko. Deko. Alle. Machen wir so einen Spiegel. So einen Spiegel. Da können wir den gut hinmachen. Passt ganz gut, würde ich sagen. Raumteiler? Unwahrscheinlicher Ottomane. Budgetmäßig haben wir noch ein bisschen Spielraum. Den können wir noch hier hin machen. Der sieht gut aus. Bücherregal. Heißt Bücherregal, aber ist alles mögliche andere drin. So, den machen wir noch dorthin. Hoppala. Sternenblüten. Ne, die lassen wir weg. Da stellen wir eher noch eine kleine Blume dann auf den Tisch. Das passt, glaube ich, besser. So, hoffen wir doch, dass denen das jetzt gefällt. Jetzt müssen wir noch nachher Fotos machen. Innendekorateur nachher Fotos. So, also es wirkt schon ganz anders. Die Küche sowieso. Gerade gar nicht, von wo aus wir Fotos gemacht haben. So.
So, und dann machen wir nochmal von hier. So. Kunden anrufen. So, Kunden zum Grundstück rufen. Ja, wie es denen gefallen hat, meine Lieben, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich sage danke fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.